zwischen den Tiger und den Löwen mitten hinein. Und zu Ritter de Lorges, spottenderweis, wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihr mir schwört zu jeder Stund? Ei, so hebt mir den Handschuh auf. Und der Ritter im schnellen Lauf steigt in den furchtbaren Zwinger. Mit festem Schritte und aus der ungeheuer Mitte nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. Und mit Erstaunen und mit Grauen sehen's die Ritter und Edelfrauen, und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde. Aber mit zärtlichem Liebesblick er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. Denn Dank, Dame, begehr ich nicht. Und verlässt sie zur selben Stunde. Vor seinem Löwengarten das Kampfspiel zu erwarten. In die Großen der Krone und rings auf hohen Balkone die Damen in schönem Kranz. Und wie winkt mit dem Finger auf Tod sich der weite Zwinger und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt. Und sieht sich stumm. Schüttelt die Männer und streckt die Glieder und legt sich nieder. Und der König winkt wieder. Da öffnet sich behend ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Sprunge ein Tiger hervor. Wie er den Löwen erschaut, brüllt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif und recket die Zunge.
wendet sich Fräulein Kunigund. Und er wirft ihm den Handschuh ins Gesicht.